Momentan keine. Jetzt wollen wir mal schauen, bis sich hier alles ordentlich verbunden hat. YouTube spinnt heute gerade ein bisschen. Weiß noch nicht so genau, warum. Naja, macht nichts. Fangen wir einfach mal an, wa? Genau. Erstmal herzlich willkommen hier bei Kunst und Klöppeln zum Warmklöppeln. Heute mal das Warmklöppeln etwas anders, als ihr es bis dato gewohnt seid. Wie du siehst, ich habe den Klöppelsack jetzt nicht direkt vor mir zu stehen, aber hier vor mir steht schon einer. Ist ein Stück weiter, aber da steht einer. Gut. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, heute dieses Live rund um das Klöppeln einfach mal anders zu machen. Denn es gibt ja auch immer wieder mal den einen oder anderen, der hier dann reinschaut, der vom Klöppeln noch nie etwas gehört oder gesehen hat und sich jetzt fragt, was ist das? Was soll ich damit? Was kann ich damit anfangen? Und genau darum soll es heute einmal gehen. Ich würde dir kurz die Handarbeit an sich vorstellen, was du dafür benötigst und ja, was man alles damit anfangen kann. Fangen wir doch erstmal damit an, was kommt denn hinten raus, wenn ich klöpple? Und zwar ist Klöppeln eine Technik, mit der Spitze gefertigt wird. Klöppelspitze. Vielleicht hast du davon schon mal etwas gehört. Klöppelspitze kann jetzt auf vielfältige Art und Weise verwendet werden. Die meisten denken natürlich dann bei Klöppelspitze an so etwas wie ja, laufenden Meter, das kennen die meisten, ne? Also sowas hier, was jetzt hier gerade hinter mir liegt, auch. Ja, so eine Sachen. Oder auch, jetzt greife ich mal hier unten hin, der ein oder andere kennt es von den anderen Lives. So etwas. Ist natürlich farblich total variabel, je nachdem, was dir liegt, wie du das gerne haben willst, kannst du natürlich verschiedene Materialien, Farben, Stärken verwenden, wie auch immer du das für dein Projekt eben auch benötigst. Dieses hier zum Beispiel ist ein etwas sehr stark vergrößerter Klöppelbrief. Naja, so stark dann auch wieder nicht. Ich zeige dir mal die Originalgröße. Das ist das Weiße hier. Das wäre die Originalgröße. Breite, dicke Stärke. Und ich hatte mir halt dann gedacht, gerade hier beim Warmklöppeln, um das besser sichtbar zu machen, mache ich es einfach ein bisschen stärker und nehme dann auf dem Klöppelbrief, den ich zum Fertigen einer Spitze benötige, mal ein anderes Garn. So zur Abwechslung, muss ja nicht immer alles weiß sein oder so, ne? Aber wer mir hier schon öfter mal gefolgt ist, der weiß, ich stehe nicht so da drauf, permanent nur mit ein und derselben Farbe oder auch derselben Garnstärke zu arbeiten. Ja, passend zur Zeit, die ja jetzt bald wieder anläuft, geht natürlich auch so etwas. So ein kleines Engelchen. Du kannst Fensterbilder damit arbeiten. Du kannst, ja, wie gesagt, spitze laufende Meter damit arbeiten. Du kannst Schmuck herstellen, ob das Ohrringe sind, ob das Ketten sind, ob das Hüte sind. Hüte, schau einfach mal auf meiner Seite kunst-und-klöppeln.de oder auf mein Logo. Da ist der Hut mit drin. Ich glaube, fast überall ist der Hut mit drin. Den ich eben mal für jemanden entworfen habe auf einem Markt und der dann entstanden ist und ein sehr florales Muster in sich trägt. Da sind wir nämlich auch schon beim nächsten Punkt. Du kannst dich jetzt natürlich nach einem gefertigten, gekauften Klöppelbrief richten. Jetzt habe ich natürlich keinen hier direkt da. Also keinen in Anführungsstrichen echten Klöppelbrief. Sondern ich habe jetzt mal nur den hier da, der jetzt nicht mit Spitze versehen ist. Ich zeige euch gleich noch mehr. Der Klöppelbrief ist eine Vorlage, zumeist aus Pappe. Alten Klöppelbriefe waren Buchbinderpappe, weil die einfach stabiler und fester ist als normale Pappe. Jetzt zum Beispiel ein Rücken von einem, na, wer heißen sie? Blöcke, Zeichenblöcke oder dergleichen. Ne? Die sind ja doch ziemlich wattelig. Und da war eben die Buchbinderpappe wesentlich stabiler, sieht bräunlich aus, war gut zu sehen. So, warum ist das jetzt hier kein echter Klöppelbrief? Ich habe mal umgearbeitet zu einem echten, ganz einfach. Schau mal ganz genau hin. Wenn du andere Handarbeiten magst, dann wirst du erkennen, dass dieses hier, ich mache es mal so, weil so rum wäre es richtig,
dass dieses hier eine Häkelschrift ist. Kein Originalklöppelbrief, eine Häkelschrift. Denn auch das ist etwas total Normales, dass nämlich aus anderen Handarbeitsgebieten oft die Muster übernommen worden sind in eine andere Handarbeit. Ja, sowohl gestrickte Muster, auch gerne ins Häkeln mit übernommen oder gestickt oder eben geklöppelt. Ne? Die Optik ist dann schon auch eine andere, weil halt die Technik dahinter eine andere ist, wie diese Spitze gefertigt wird. Ja, also du hast, wenn du klöppeln willst, immer einen Klöppelbrief unten drunter, der dir das Muster vorgibt und dir sagt, wann was zu tun ist. Ups, da ist mir einer umgefallen. Siehst du auch gleich noch. Nicht das Umgefallene, sondern was da drauf ist. Ja, und du hast aber auf jedem Klöppelbrief oder auf fast jedem Klöppelbrief Gestaltungsmöglichkeiten, wo du die Optik des Ganzen, was dort entstehen soll, nochmal für dich gestalten, variieren kannst durch die Vielfalt der Schläge, die dort möglich sind. Was ist jetzt Klöppeln? Klöppeln ist so, wenn ich das auf Märkten präsentiere, wird das höchst oder meistens mit Knoten verglichen. Nein, ist es nicht. Es ist kein Makramee, da wird geknotet oder auch bei, wie heißen sie das so schnell? Schiffchen arbeiten, da wird auch geknotet, genau. Beim Klöppeln wird geflochten. Aber im Gegensatz zum für die meisten normale Flechten wird dort nicht mit drei Fäden geflochten, sondern mit vieren. Und diese vier Fäden sind auch notwendig, um von einem Flechter in die Breite gehen zu können. Deswegen siehst du nämlich auch, ich zeige dir jetzt mal eine Geschichte. Das hier ist zum Beispiel die Blume des Lebens, was ich mir mal erstellt habe als Klöppelbrief. Und hier siehst du die eben besagten vier Fäden dranhängen. Um die Fäden jetzt nicht hier frei baumeln zu lassen und dann hier unten einen Huderfitz zu kreieren, also eine Verknotung, eine Verflechtung, eine Verfitzung halt zu kreieren, sind diese Fäden in meinem Fall auf Hülsenklöppel aufgewickelt. Es gibt auch andere Klöppel, die speziell auf Flachkissen gearbeitet, benutzt werden, so rum. Und ich verwende zu 99,9% immer einen Klöppelsack. Das ist so diese Rolle. Auch hier ist unten drunter, wie vorhin schon erwähnt, ein Klöppelbrief, der genau sagt, wann was wo zu geschehen hat. Jo, ich darf jetzt hier noch die Reste machen, bin fast fertig. Hier fehlt noch ein kleines bisschen. Und dann geht es hier an den Rand, bevor ich dann auch eine zweite Variante dieser Blume des Lebens noch fertige mit euch für euch, wo es dann komplett nur mit Flechtern gearbeitet wird. Das hier ist zum Beispiel eine Sonderform beim Klöppeln, nämlich ein Formschlag. Jo, was brauchen wir noch? Du hast jetzt vier Fäden gesehen, mit denen geflochten wird. Die braucht man definitiv, um den Grundschlag des Klöppelns überhaupt ausführen zu können. Ja? Also wenn du dir jetzt mit diesem Grundschlag vom Klöppeln die Haare flichst, kannst du klöppeln. Dann ist das schon Klöppeln. So wirklich effektiv ist es dann allerdings, wenn du mehr als vier Fäden verwendest, also 6, 8, 10, 12, immer eine durch zwei teilbare Zahl an Klöppel benötigst du, damit du auch wirklich durcharbeiten kannst, dann von rechts nach links und von links nach rechts und das Ganze natürlich von oben nach unten, so dass du dann dein Projekt eben auch fertigstellen kannst. Um deine Klöppelarbeit dann auch vernünftig fertigen zu können, benötigst du einen Klöppelständer. Da gibt es auch verschiedene Varianten, die du nutzen kannst. Ich habe hier einen, der ist jetzt hier gut für das Arbeiten auf der Rolle, wie du siehst. Der ist hier einmal höhenverstellbar. Die Rolle liegt hier oben
gut in einem Fach abgelegt. Und was toll ist, ist, ich kann hier das obere Teil drehen, sodass ich meinen Klöppelsack mit dem Brief da oben drauf, immer gerade hier bei der Blume des Lebens auch ganz wichtig, immer so drehen kann, dass ich da auch gut dran arbeiten kann. Noch toll ist hier auch an diesem Klöppelständer, ich kann dieses obere Teil hier auch komplett abnehmen und dort ein Flachkissen auflegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem besagten Hut die Hutkrempe machen will, ist es unter Umständen sinnvoller, auf einem flachen Kissen zu arbeiten als auf der Rolle. Oder wenn ich eine große, runde Decke arbeiten will oder ja etwas, was eben auf dieses Flachkissen dann auch drauf passt. Allerdings kann es auch dort passieren, dass es vielleicht nicht ganz ausreichend ist, die Größe, und man das irgendwie dann ansetzen darf. Jo, dann hast du eventuell im Begrüßungsbild entweder das hier hinter mir gesehen oder aber, ich zeige gleich den Klöppelsack, wo ich das Bild jetzt mit aufgenommen habe. Das hier hinten ist die Kirche bei mir im Ort. Ja, ich habe die Kirche im Ort gelassen, weil das Bild ist ja bei mir und hier im Ort. Mal gucken, dass es nicht so sehr doll reflektiert, weil es hinter Glas ist. Wie habe ich den gemacht? Die Kirche. Total einfach. Ich habe mir eine Zeichnung gemacht auf einer Pappe, so wie ich die Kirche so, wie ich sie so empfinde, wie ich sie so sehe, und habe mir dann einen Kopf gemacht, auf welche Art und Weise kann ich jetzt die Struktur, also das Dach, wo das langläuft, die Fenster und so eben darstellen, und habe das einfach nach dieser Zeichnung gearbeitet. Wenn du etwas Erfahrung mit dem Klöppeln hast, also die Grundlagen gelernt hast, dann ist so etwas möglich. Dann kannst du das einfach tun. Das Einzige, was du benötigst, um so etwas zu tun oder auch andere Sachen, dann selbstgemalte Sachen, skizzierte Sachen zu klöppeln, ist das Selbstbewusstsein, es zu tun. Du darfst einfach anfangen. Es steht ja niemand neben dir und sagt, das ist aber nicht so wie das. Völlig egal. Selbst wenn da jemand steht, es ist auch egal. Derjenige darf dann gerne zeigen, wie es richtig geht. Zu 90% weiß er nicht mal, dass es geht. Und dementsprechend, so wie du es machst, machst du es komplett richtig. Jo, das führt mich auch zu dem, kurz, das ist ein Hinweis, natürlich, mein Kanal heißt ja Kunst und Klöppeln, kannst du bei mir auch das Klöppeln erlernen. Das kannst du bei mir auch auf drei verschiedene Wege. Weg Nummer 1 ist, du gehst bei mir auf den YouTube-Kanal Kunst und Klöppeln, dort gibt es eine Playlist Klöppeln und dort sind alle möglichen Videos zum Klöppeln lernen enthalten. Auch was du so benötigst an Materialien, wie du sie dir auch zum Teil selbst herstellen kannst. Zweite Variante ist zum Beispiel etwas, was hier jetzt im Anschluss, nämlich um 19.30 Uhr, also nicht ganz im Anschluss, ich mache da schon ein kleines Durchschnaufen für mich noch, da starte ich in den 4-Abend-Online-Klöppelkurs. Das bedeutet, an 4 aufeinanderfolgenden Dienstagabenden treffe ich mich mit den Teilnehmern in einem Zoom-Raum und ich zeige ihnen das Klöppeln. Ich erkläre ihnen das, sie bekommen Hausaufgaben auf, sie haben die Möglichkeit, zwischen dieser Zeit von einem Dienstag zum nächsten Dienstag zu trainieren, zu üben, denn das kennst du auch aus allen anderen Bereichen. Wenn du etwas noch nicht kannst, dann darfst du es üben, wenn du es können willst. Und Übung ist bekanntlich, genau, die Mutter der Meisterschaft. Alles nur das, was wir jemals geübt haben, das können wir auch. Ob es das Sprechen ist, das Laufen ist, das Essen mit Messer und Gabel ist, was auch immer. Du durftest es irgendwann einmal üben. Und zwar so lange, bis du es unfallfrei beherrscht hast. Richtig? Genau. Das waren jetzt zwei Varianten. Variante Nummer 3. Das ist ein vor Ort Klöppelkurs. Das bedeutet, das ist ein Wochenende hier bei mir und das beinhaltet das, was wir an 4 Abenden am Dienstag in Zoom machen, hier bei mir vor Ort.
Dort ist dann Samstag und Sonntag jeweils vormittags eine Einheit und nachmittags eine Einheit. Dazwischen ist dann immer Pause, denn nach der geplanten Zeit, ja, das sind immer so 2,5 Stunden, ist zu 99% erst einmal, wie man so schön sagt, der Kanal voll. Dann braucht zu 99% jeder erstmal eine Pause. Ob du dann hier die Möglichkeit nutzt, um einen kleinen Ausflug nach Berlin, nach Potsdam oder hier in die Umgebung in Wald und Flur zu machen, das bleibt natürlich ganz dir überlassen. Oder ob du die Zeit dafür auch nutzt, um zu üben. Ja, um weiter zu üben. Wie du es machst, ist völlig deine Entscheidung, denn du entscheidest, wie es für dich richtig ist, wie es für dich die richtige Art und Weise ist. Für jeden, der an einem Kurs teilnimmt, auch zur Information, es gibt eine Höchstteilnehmerzahl. Es gibt keine Mindestteilnehmerzahl. Wenn du dich also für einen dieser Kurse bei mir anmeldest, dann findet der definitiv statt. Ob da jetzt nur du dann mit mir zusammen da bist oder noch die angegebene Personenzahl mit dazu da ist, ist dabei völlig irrelevant. Also, wenn du dich anmeldest und hier bei mir vor Ort alleine bist, Chaka, Mensch, Jackpot, du hast mich für dich allein, kannst natürlich wesentlich intensiver noch üben und du kannst natürlich ganz allein deine Fragen loswerden. Wobei das in der Gruppe arbeiten, also klöppeln, klöppeln, lernen, natürlich auch seine Vorteile hat, denn wenn man mit Menschen eine Sache neu lernt, ist es natürlich auch sehr wertvoll. Ganz klar. Jo, wann finden die Kurse immer statt? Die Wochenendkurse sind zu, nicht zu 99,9%, sind immer am ersten vollständigen Wochenende eines Monats. Das bedeutet, wenn jetzt der Samstag noch der eine Monat ist und Sonntag der nächste Monat ist, findet dort der Klöppelkurs nicht statt, sondern erst auf dem darauf folgenden Wochenende. Der Online-Klöppelkurs beginnt immer nach dem ersten kompletten Wochenende. Also, wenn das Klöppelwochenende durch ist, dann startet der Online-Klöppelkurs. Da kann es dann schon mal passieren, dass es auch in den nächsten Monat hineingeht. Zum Beispiel im Dezember ist es auch so, dass es dann, ich glaube, der letzte Abend wäre auf dem 26.12. Da können wir natürlich reden. Da gibt es garantiert eine Möglichkeit, falls das sehr unpassend sein sollte, was ich natürlich nachvollziehen kann, dann kann man natürlich da auch mal reden und die Sache eventuell noch ein Stück schieben. Kein Thema. Jo, ein weiterer Vorteil von dir, wenn du den Kurs bei mir belegst, du hast jedes Mal hier beim Warmklöppeln die Möglichkeit, auch nochmal Fragen loszuwerden. Nicht nur hier direkt im Warmklöppeln, sondern du kannst mir deine Fragen auch im Vorhinein senden, sodass ich mich darauf einstellen kann und beim Warmklöppeln dann eben auf deine Herausforderung zum Beispiel eingehe. Und du hier im Warmklöppeln deine gerade Herausforderung bearbeitet bekommst. Cool oder cool? Also nutze die Gelegenheit einfach und stell mir im Vorhinein oder auch jetzt in die Kommentare deine Fragen. Dann kann ich dir nämlich auch entsprechende Antworten geben. So, jetzt hebe ich mal meinen umgekippten Klöppelsack gerade auf und zeige dir, was da drauf ist. So, das ist. Ach, ihr seht es auch gleich. Nee, meine Facebookler sehen es nicht. Okay, also das hier ist, oh, das Ergebnis von dem Klöppelbrief aus der Häkelschrift. Das ist, ich nenne dieses Teil Blütenschal. Oh, guck mal. Ist ja auch ein Blütenschal, ne? Dieser besteht komplett ausschließlich aus Flechtern und aus Formschlägen. Also dann aus meiner Sicht schon etwas für jemand Geübteres. Die Flechter sind natürlich etwas, was relativ schnell von der Hand geht. Mit den Formschlägen, die sind dann doch etwas fordernd. Ich habe da auch eine Weile für gebraucht, bis ich die für mich zufriedenstellend hinbekommen habe. Aber auch jetzt passiert mir das immer wieder mal, dass es mal, ja, am Ende eines Formschlages passiert, dass es auf einmal flupp macht und der ganze Formschlag ist schmal wie ein kleiner Streifen.
Dann heißt es nochmal aufmachen und das Ganze noch einmal von vorn. Wie war das gleich? Was ist die Mutter der Meisterschaft? Genau, Übung. Und ich nehme solche Sachen immer als eine Möglichkeit, mich noch weiter zu verbessern. So, Klöppelsack einmal an die Seite. Den Klöppelsack mit der Blume des Lebens habe ich euch ja schon mal gezeigt, ne? Gesagt, hier sind ja nur vier Fäden dran, die eben auch für den Grundschlag nötig sind. Allerdings, wie gesagt, hier oben ausschließlich Formschläge. Außen herum werde ich ein Band fertigen und zwar, weil das alles schon sehr dicht ist, werde ich es auch dicht belassen mit dem Leinenschlag. Aber das werdet ihr dann sehen in einem der nächsten Lives. Jo, was kann man noch alles machen? Ich hatte hier ja schon upala, kurz etwas gezeigt. Jetzt darf ich es wieder ein bisschen höher halten. Aber, oder warte mal. Ich mache mal Facebook ein bisschen runter. Jetzt habt ihr meine Hand drauf. Edge! So, jetzt seht ihr nämlich auch noch besser. Ich brauche es nicht ganz so hoch halten. Hier auf dem Klöppelsack liegen jetzt verschiedene Sachen. Einmal siehst du hier eine ganze Menge Klöppel. Die sind jetzt hier notwendig, da reichen keine vier mehr, weil diese Spitze eine bestimmte Breite hat. Und wenn eine Breite erreicht werden soll, ist es notwendig, eben mehr Klöppel zu verwenden, durch die durchgearbeitet wird, laut Klöppelbrief, also dem Ding hier, was hier unten drunter liegt, weil dann entsteht das Muster und die Breite. Bedeutet im Umkehrschluss, du wirst niemals alle die Klöppel, die hier unten dran hängen, zur selben Zeit benutzen. Die werden immer gegeneinander ausgetauscht und zwar in der richtigen Reihenfolge, um von rechts nach links und von links nach rechts zu kommen. Deswegen nenne ich die ganze Sache auch immer gerne, Klöppeln ist Chaos mit System. Ist es einfach. Ja, weil wenn man die weglegt und das mal runterflappt, dann ist hier Chaos hoch 3. Du darfst es auseinanderfusseln dann wieder, siehst aber anhand des Klöppelbriefes, der hier unten drunter ist und dem, wo die Fäden hierher kommen, was als nächstes dran ist. Jetzt sicherlich beim ersten Mal draufschauen nicht. Wenn du es allerdings gelernt hast, ist es was? Ein leichtes für dich, dann zu sehen, was wohin kommt. Jo, den kleinen habe ich schon gezeigt. Das ist ein kleines Engelchen. Zweiteilig ist der auch. Dem kann man hier hinten, im Normalfall die Flügel hier auch so ein bisschen anstellen. Der ist gestärkt und kann man annähen oder einstecken. Der hat hier auch an der Seite Schlitze, wo man die Flügel auch einstecken kann. Ich habe mich fürs Annähen entschieden, weil wenn ich die Flügel jetzt hier hinten so ein bisschen anstelle, ich hoffe, du siehst es halbwegs, es ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig, dann brauche ich jetzt bloß ein bisschen Haarspray nehmen, ansprühen, bisschen Moment halten und dann stehen die Flügelchen eben hier hinten auch so ab. Jo. Die Spitze habe ich euch ja schon gezeigt und auch diese hier. Das hier ist vielleicht noch ganz interessant für die Verwendungsmöglichkeit solch einer Spitze. Klöppel sie mal weg. Das hier ist nämlich der Überrest von einer Jeans. Das ist eine Jeans, nee, die habe ich jetzt gerade nicht an, aber egal, ich mache es mal, ich stehe mal auf. Ich hatte halt eine Jeans, die hatte diesen roten Streifen hier an der Naht. Ja, hier so an der Seitennaht runter. Und da habe ich mir gedacht, ach Mensch, da müsste doch eigentlich diese Spitze super drauf passen. Und ja, gesagt, getan, ich habe halt auf diesen roten Streifen dann diese Spitze drauf genäht. Sieht gleich mal ganz anders aus. Warum habe ich den Streifen von der Jeans jetzt so in der Hand? Na, warum wohl? Die Jeans hat es irgendwann gehimmelt. Also die hat ihre Schuldigkeit getan. Die war dann durchgesessen, was auch immer. Die war halt kaputt. Und da ich die Spitze natürlich nicht weghauen wollte und dieses Seitenteil ja nicht kaputt geht, weil da ist ja selten eine Last drauf, habe ich das rausgeschnitten und habe einen davon, das waren ja zwei Streifen, jetzt umfunktioniert zu einem Tragegurt. Ja, also da habe ich hier jetzt nochmal einen anderen Stoff gegen genäht und habe das dann ja als Tragegurt für eine Tasche. Die ist aber gerade unterwegs, die liegt gerade nicht hier bei mir zu Hause rum. Ist so. Na?
Okay, also du kannst das überall und nirgendwo verwenden, was auch immer dir dazu gerne einfällt. So, schauen wir doch mal hier in das große kleine Schatzkästchen noch rein. Was man sich ja noch so unter Spitze vorstellt. Hier, das ist zum Beispiel das Original. Ja, so sieht die Spitze aus, bevor ich sie angenäht hatte. Was ich sehr viel gearbeitet habe, sind diese Deckchen. Obwohl, das kann man halbwegs sehen, weil die sind so schön durchsichtig. Das ist Taschentuch um Häkelgarn. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so nennt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr dünnes Garn. Und das ist meliert, also hier grün-weiß. Dann gibt es dazu noch ein passendes, etwas kleineres Deckchen. Das wäre dieses hier. Ja, das ist ein bisschen. Ich halte es mal vor den Ofen, dann sieht man es, glaube ich, noch besser. Ne? Gut erkennbar ist hier diese Fächerform. Die ist übrigens relativ typisch für Muster aus dem Erzgebirge. Und hier mal als Kontrast dazu dieses kleine Deckchen, was ich hier gerade in Grün hatte. Hier jetzt mal auch mit Taschentuch um Häkelgarn in Rosé. Den sieht man bei Facebook kaum, guck mal. Und hier mal mit einem Häkelgarn. Dieses Garn habe ich dann auch noch selber eingefärbt. Ich habe, deswegen ist das auch, sieht auch so ein bisschen meliert aus, so ein bisschen weiß-rot. Ne? Gibt halt gleich mal eine ganz andere Optik, was die Garnstärke angeht. So ein kleines Deckchen kannst du auch gut und gerne nur den Außenrand arbeiten und das Ganze dann zusammennehmen. Und dann hast du schon mal so, mal so schnell auf die Husche, eine kleine Blüte. Du kannst auch das ganze Deckchen halt nehmen und das zusammennehmen und als eine Blüte zusammenfalten und so nutzen oder zum Beispiel für eine Geschenksverpackung oder dergleichen benutzen. Geht natürlich auch. Ja, also auch hier wieder. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun. Denn hier, das ist eine Anstecknadel. Diese Anstecknadel, dieses Muster habe ich aus einem Buch, aber boah, jetzt müsste ich. Das Ding ist bestimmt schon 20 Jahre alt, diese Anstecknadel. Und die ist ganz einfach gefertigt aus, also es sind Zweiteiler. Da sind das einmal hier diese Blütenblätter. Im Anschluss wurde das gefertigt, also dieses kleine hier mit diesem Gebaumsel dran. Sag mal, die Staubblätter. Und das Material, was ich hier verwendet habe, ist ganz normales Nähgarn. Also das, was du für die Nähmaschine verwendest, habe ich hier genommen. Einen kleinen Lurex-Faden noch mit dazu. Also wenn du jetzt auf Silber stehst, wäre das hier vielleicht ganz sinnvoll. Wenn du eher der Goldtyp bist oder Kupfer, Bronze hast nicht gesehen, kannst du alles dann da reinarbeiten, wie du willst. Im Übrigen ist auch Klöppeln mit Metall möglich und wird auch gemacht. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Also du kannst auch Klöppeln mit Metallfäden. Ja, also kannst du auch Kupferdraht nehmen, Golddraht nehmen. Da solltest du aber aufpassen, dass du den Draht an sich, also diesen einzelnen Draht, nicht zu dolle drehst, sonst macht es irgendwann knack und dann ist es ab. Will man vielleicht nicht unbedingt haben. In einem meiner Videos auf YouTube oder auch hier bei Instagram und Facebook findest du das auch mit drauf. Da zeige ich, wie ich für das Haus, in dem ich wohne, eine Hausklöppelspitze gemacht habe. Da habe ich sehr starkes Garn verwendet. Das ist 2,5 mm starkes Baumwollgarn. Warum ich das weiß? Weil ich das auch verwendet habe, dasselbe Garn, um einen Gesichtssonnenschutz zu häkeln. Findest du übrigens auch die Anleitung auf meinem YouTube-Kanal für Linkshänder und für Rechtshänder im Übrigen. Und die Häkelanleitung, ich habe sie schriftlich gemacht, also nicht aufgemalt, sondern alles wirklich schriftlich aufgeschrieben, findest du bei mir im Online-Shop unter kunst-und-köppeln.de. Dieses Teil kennt der ein oder andere vielleicht von euch, der schon klöppeln kann. Das ist ein Muster, was es in einem Klöppelheftchen gab. Das gab es zusammen mit einem Klöppelset. Zu DDR-Zeiten im Spielzeugladen. Ja, genau, du hast richtig gehört, im Spielzeugladen. Und in diesem Heftchen sind zwei Techniken erklärt, nämlich am Anfang Makramee und im Anschluss dann das Klöppeln. Und da habe ich eben auch wieder einfach mal
eine andere Farbe genommen, als so üblich war, um einfach mal was anderes zu machen. Ich mag das. Muss nicht immer nach 0815 aussehen, aus meiner Sicht. Weil das ist langweilig. Jetzt gucke ich mal noch. Ja, genau, hier unten ist noch. Ja, leider ein bisschen platt gelegen. Weil das halt hier bei mir in der kleinen Kiste drin ist. Aber es ist auch lediglich etwas zum mal mitnehmen, auf Märkten zeigen. Aber jetzt muss ich mal ein bisschen biegen. Ja, guck. Ja, hier. Ein kleiner Anhänger, aber eben auch in 3D. Ja, das war, ach Gottchen, das ist jetzt auch schon bestimmt 20 Jahre ja relativ neu, dass dann eben auch in 3D solche Sachen hergestellt wurden, dass so Klöppelbriefe auftauchten. Ja, siehst auch, ne, es ist schon ein bisschen älter, hier fällt das schon wieder auseinander. Auch hier kann man unwahrscheinlich viel mitmachen, da brauchst du nicht mal einen separaten Klöppelbrief für. Wenn du jetzt einen Klöppelbrief hast, zum Beispiel für so eine Spitze, für solche Spitze, kannst du das ja auch gut und gerne eben hier oben zusammenfassen und zusammenziehen und dann kriegst du da eben auch ein Glöckchen raus. Oder aber kannst eben mit solchen Spitzen, ob jetzt so eine breite Spitze oder auch kleinere Spitze, bei denen habe ich hier nicht dran, nee, als Röckchen für Engelchen nehmen. Na, nimmst du einfach das, was du ja sowieso auch viel siehst, so bei den Do-it-yourself-Anleitungen, nimmst du dir eine Holzperle oder eine andere Perle, machst da ein Strüppchen durch, ziehst unten das Röckchen zusammen, zack, fertig. Machst dem kleinen Engel vielleicht noch mit Halbschlag, weil der so schön netzartig aussieht, ein paar Flügelchen. Wie gesagt, malst du dir einfach auf, eine Flügelform, wie du sie haben willst, arbeitest sie mit dem Netzschlag aus, stärkst das Ganze, zum Beispiel mit Haarspray, absolut simpel. Beklebst dann aber, wenn du das vorhast, deinen Klöppelbrief oder deine Vorlage, die du dir erstellst, mit einer Folie. Oder bei solchen kleinen Sachen nimmst du einfach Klebestreifen. Ob jetzt diesen schmalen Klebestreifen und den nebeneinander geklebt, damit das gesichert ist gegen die Feuchtigkeit vom Haarspray. Oder ob du Paketklebeband nimmst oder ob du dir spezielle Folie kaufst zum Abkleben von großen Flächen. Bleibt wieder dir überlassen. Ich sag mal, bei etwas größeren Sachen nehme ich ganz gerne eben diese spezielle Folie. Hier habe ich Klebeband genommen, Paketklebeband. Kristallklares Paketklebeband. Hatte ich gerade da, hatte keine Lust, mir irgendwas anderes zu organisieren. Zwei Streifen Paketklebeband drauf, fertig. Läuft, geht. Also nicht immer alles so, das muss jetzt so und das muss jetzt so und das muss... Nee, fang einfach an, mach's einfach, fertig. Wenn du dann merkst, dass es sinnvoller ist, auf Dauer etwas anderes zu verwenden, weil du den Klöppelbrief sehr lange verwenden willst, wobei auch den ja, den habe ich jetzt schon knappe 10 Jahre, das hier, ja, wie gesagt, das ist eine Häkelschrift, die ich einfach nur vergrößert habe, draufgeklebt und losgelegt habe. Den kriegst du allerdings auch jetzt als Klöppelbrief bei mir im Online-Shop, wenn du es willst. Da habe ich ihn richtig als Klöppelbrief aufgearbeitet. Ja, ja, macht sich auch gut. Läuft gut. Okay, was haben wir denn noch? Jetzt muss ich mal gucken. Mensch, ich sabbel hier schon wieder so viel. Ach du lieber Mel. Das ist ja schon kurz nach 7. Wie die Zeit vergeht, Leute. Das ist ja herzgenial. Meine Güte, nee. Warum sage ich das jetzt? Ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiter erzählen übers Klöppeln, über Möglichkeiten, was du alles nutzen kannst, um überhaupt erstmal mit dem Klöppeln anzufangen. Du musst dir nämlich gar nicht großartig zum Anfang etwas zulegen. Das meiste, was du brauchst, um überhaupt erstmal anzufangen, hast du zu 99,9% zu Hause. Du kannst so viel nutzen und das erstmal benutzen, um für dich festzustellen, ist das etwas für mich, ja oder nein? Das ist im Übrigen auch so, wenn du bei mir einen Klöppelkurs belegst, ob jetzt online, also diese 4 Dienstagabende, wo ich ja gleich rein darf, also deswegen darf ich mich jetzt ein bisschen beeilen,
oder aber auf dem Klöppelwochenende. Ich zeige dir Möglichkeiten, wie du starten kannst, ohne groß zu investieren. Hier vor Ort beim Hier vor Ort Klöppelkurs bekommst du erst einmal alles, was du fürs Wochenende benötigst, gestellt. Du brauchst dir also nicht im Vorhinein erstmal alles kaufen, einen großen Klöppelständer, einen tollen Klöppelsack oder ein Flachkissen und Klöppelbriefe en masse und Garne en masse und keine Ahnung, was du alles so meinst zu benötigen, um dann im schlimmsten Fall am Ende des Wochenendes festzustellen, ich krieg davon graue Haare, ich kollabiere, wenn ich das mache. Warum solltest du? Probier es erst einmal für dich aus, um dann festzustellen, es ist meine Handarbeit oder nicht. Beim Vor-Ort-Klöppelkurs oder auch beim Online-Klöppelkurs handhabe ich es gerne so, eben am Anfang gucken wir, was braucht man dafür, um loslegen zu können. Und nach relativ kurzer Zeit stellt auch jeder fest, ja, das ist etwas für mich, das will ich im Nachhinein weitermachen. Oder aber, naja, ich mache den Klöppelkurs fertig, aber dann, nee, ist das nichts für mich. Ist alles in Ordnung, völlig okay. Sobald du das feststellst für dich, darfst du das mit mir teilen, deine Erkenntnis, ob nun so lang oder so lang, egal. Denn dann wählen wir etwas für dich Passendes aus, auf das du klar für dich einmal ein Erfolgserlebnis hast und auch etwas in der Hand hast, wenn du sagst, nee, danach will ich nicht wirklich weitermachen, das ist jetzt gerade nicht meins. Dann ist es mein Anliegen, wenn du schon da rein investiert hast, dir diese Handarbeit aneignest, dich dieser Herausforderung stellst, dass du im Anschluss auch etwas in der Hand hältst und sagen kannst, guck mal, das habe ich gemacht. Egal, ob du dann im Anschluss weitermachst oder nicht. Das ist ja, wie gesagt, deine Entscheidung. Im Übrigen kann ich dir auch sagen, ist Klöppeln ähnlich wie Fahrradfahren. Wenn du es einmal gelernt hast, ist das mit dem Verlernen eine schwere Sache. Es kann schon sein, dass es etwas herausfordernd ist, es dann wieder aus der Versenkung hervorzuholen, wenn du eine Zeit lang da nichts dran gemacht hast. Es ist jedoch so, dass wenn du dich wieder davor setzt, wie bei vielen anderen Sachen genauso, nicht wie bei vielen, wie bei allen anderen Sachen genauso. Wenn du mal etwas gelernt hast, du hast es nicht verlernt. Das ist eine falsche Sichtweise in meiner Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung fehlt dir lediglich die Übung. Also du darfst dann einfach, wenn du dich für etwas dann auf einmal wieder interessierst, dich da mal kurz dran setzen und dich dort nochmal unterstützen lassen, begleiten lassen, auf das dieser Funke wieder überspringen kann und du merkst, ja klar, ach Mensch, ja sicher, ja so war's, Mann. Und jetzt und los geht's. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und das ist, wie gesagt, auch völlig egal, ob das jetzt um das Klöppeln geht, um irgendeine andere Handarbeit oder um irgendeine Tätigkeit, um irgendeine Fähigkeit, die du mal hattest, die du meinst verloren zu haben. Das ist völlig wurscht, um was es da geht. Wenn du dich dafür interessierst und es wieder tun willst, kannst du das. Falls du da jemanden brauchst, der dir dabei liebevoll als kleiner Arschengel ab und zu mal einen Stups gibt, kannst du gerne auf mich zukommen. Ich liebe es einfach, dabei behilflich zu sein, neue Sachen zu erfahren oder Sachen, die man meint, die man vergessen hat, wieder zu reaktivieren, ja, da einen Impuls zu geben, wieder loszulegen, wieder oder einfach was ganz Neues anzufangen. Denn es geht. Das Einzige, was du dazu benötigst, ist den Mut, die Entscheidung zu treffen, es jetzt zu tun. So, und ich darf jetzt die Entscheidung treffen, jetzt hier den Cut zu machen, denn in 22 Minuten darf ich schon wieder live gehen für meine Teilnehmer von Online-Klippelkurs. So, meine Lieben, danke, 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 dass ihr wieder so zahlreich hier mit reingeschaut habt, dass ihr interessiert seid und dass ihr mir garantiert ein paar Fragen da lasst, zum Klöppeln, vielleicht auch zu einer anderen Handarbeit,
die ich euch dann in einem der nächsten Lives beantworten darf. Im Übrigen, am Donnerstag um 19.30 Uhr geht es dann wieder in den Informationsabend rund um die Häkel-Strickhilfe. Die darf ich nämlich gleich zweimal heute Abend noch verpacken. Natürlich nach dem Live, nach dem ersten Abend des Online-Klöppel-Kurses. Die dürfen dann morgen auf die Reise gehen und dann Menschen, die halt nur noch eine Hand zur Verfügung haben, aus welchem Grund auch immer, dabei unterstützen, wieder zu häkeln und zu stricken und das nach ihren eigenen Vorstellungen. Wenn du mehr darüber wissen willst, komm einfach und schau dir das einfach mal am Donnerstag um 19.30 Uhr hier, Facebook, Instagram, YouTube. YouTube streikt heute, der startet die Übertragung immer noch. Die kriegen das Video von Facebook dann reingespielt, das funktioniert nämlich. Jetzt aber tschüss und winke, winke. Macht euch noch einen schönen Abend. Dein Kreativcoach Simone. Tschüss. Jetzt schicke ich erstmal alle von Facebook raus. Pups.